den Faden verloren, was sollten wir gerade tun? Ich wollte euch meine Welt zeigen, so. Okay, ja. Da muss ich Steam öffnen. Ach, Vogelfrau ist unten. Da. Desktop, ich habe keine VR. Also VR-Headset wäre auch halt nice, aber mir wird dann immer mir wird sehr schnell schlecht bei sowas. Dann halt auch nicht so die Sache, wenn mir dann schlecht wird. Mal gucken, was ihr sagt. Ihr seid meine erste Welt in VR. Wer tritt denn hier die Katzen? Die Katzen wollen Fresschen haben. Es ist mehr so ein. Ich habe jetzt Hunger, Mountain, glaube ich. Weil ich habe jetzt meine kleine Avatar-Welt gemacht. Ich habe jetzt gestern und vorgestern meine ganzen Charaktere für so gut wie ich es konnte für VR-Chat vorbereitet. Sie haben jetzt halt keine extra Gesten oder extra Blend-Shapes für Emotes und so weiter. Aber sie sind da. Ich will erstmal gucken, wer bin ich eigentlich? Ich bin Julia. Ich will aber ich sein. So. Okay. Bei Words habe ich doch irgendwo. Da. Nein! Wenn man irgendwo drauf drückt. Da! Go. Heidenschwieg, ja. Das war auch lustig. Mal gucken, vielleicht morgen oder so. Heute habe ich jetzt nicht so wirklich Spielbedürfnis. Ich habe hier diese Charaktere. Also das sind auch die zwei, von denen ich gesprochen habe, von dem Spiel. Peter und Your Name Character. Den kann man dann anklicken und dann ist man dieser Charakter. Die funktionieren auch eigentlich relativ gut. Ja, hier auch. Er ist ein bisschen größer. Auch die Charaktere, die ich über Reroid Studio und so gemacht habe, habe ich auch ein paar rein. Nicht alle, weil bei manchen ist es ein bisschen komisch, weil die Meerjungfrau so ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ich die reinkriegen soll und ich habe auch keine Ahnung, wie ich... seht ihr die Haare? Die sind halt sehr steif. Ich weiß nicht, irgendwie kann man die Bones auch riggen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Ich hatte jetzt auch noch kein Tutorial dafür gefunden, wie das funktioniert. Ich erschrecke mich immer, dass hier einer steht. Aber das ist halt immer irgendwie normal. So. Und sie. Aber wenn man Voice antoggelt, kann man auch tatsächlich sprechen. Das hatte ich anfangs nicht hingekriegt, dass ich, weil ich nicht wusste, wie man die Blendshapes einstellt fürs Sprechen. Irgendwo kann man auch Blendshapes generell einstellen für Emotionen, dass man halt lachen und so kann, aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Und halt. Oh, Movement. Ich finde nur den Shader ein bisschen komisch. Aber da ich Cutouts habe, also Teile ausgeschnitten sind, hatte ich nur den Standard-Shader zur Auswahl. Der Toon-Shader vom VR-Chat funktioniert halt nicht mit Cutouts. Ich muss mal gucken, ob ich einen funktionierenden Toon-Shader finde, der Cutouts kann. Wie gesagt, kann man hier... Momentan kann man halt über einen Link drauf, dass man sich die Charaktere runterladen kann. Und halt Eigenwerbung. So, genug Werbung. Hör mal. Weil diese Standard-Emotes gehen. Warte mal. Diese Standard-Geschichten. Hier kann winken. Hallo! Auch klatschen. Funktioniert halt so semi-geil. Weil die halt sind diese Standard-Animationen. Das ist halt für jeden Charakter, muss man die eigentlich anpassen. Backflip. Komm, mach Backflip. Komm. Mach einen Backflip. Yay! Und tanzen. So, man kann schon echt viel Spaß im VR-Chat haben. Okay. Wie komme ich hier nochmal raus? Da jetzt. Ach, da. Yep. So. Okay, genug gezeigt. Jetzt Splendor. Und Unreal.